Was geht ab, meine Rosi-Fighter-Hosen hier? Und ein, zwei Tage zu spät, aber heute werden wir über das neueste Free-Update, also das neue kostenlose DLC auf Super Dragon Ball Heroes kurz sprechen. Dann werden wir auch für die neuen Karten sammeln und dann gehen wir rüber zum Let's Play, Freunde. Deswegen, was kam neu hinzu? Ganz kurz, Freunde, wegen dem Patch-Notes an sich oder wegen dem Free-Update, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, da könnt ihr das in aller Ruhe nachlesen. Aber was vielleicht wichtig ist, nun ist eine Demo erschienen, eine kostenlose Demo für die Switch und für den PC. Heißt, wenn sich ein oder andere gefragt hat, ey, wäre Heroes das für mich? Ja, nein, der kann es jetzt testen auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. Ja, ladet euch die Demo runter und versucht das ein bisschen. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es kamen 16 neue Karten hinzu, Freunde. Neue Content für den Creation-Modus, also für den Erstellungsmodus. 13 Super-Attacks kamen hinzu, 14 Abilities, 16 Charakter-Designs, 7 Zubehör, die vom Super, also in den Super-Attacks sind, 13 Zubehör, die eine Fähigkeit sind, 4 neue Battle-Stages, 10 extra Missionen, die ihr über den Heldenlabor finden könnt, Freunde. Und ein bisschen mehr. Und dann noch, ihr seht es vielleicht, wenn ihr auf den X-Button klickt, ja, wem das gefällt, der kann quasi die Musik ändern. Egal wo, Arcade-Modus, Story-Modus, ihr könnt hier eigenständig dann die Musik ändern und dort läuft dann quasi neue Musik. Mehr oder weniger runtergebrochen. Ganz kurz mal, wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung für die genauen Details. Was natürlich interessant ist, sind zukünftige Events, die online kommen, werden für den Online-Modi, aber auch natürlich dann hier die neuen 16 Karten, für die wir mal ganz kurz sammeln werden. Das ist ganz kurz, wir werden auf jeden Fall noch auf Set 2 auch noch sammeln, weil wir den Evo noch wollen. Ah, ich bin falsch reingegangen. Ja, egal. Weil wir den Evo noch wollen und ich zeige euch mal, wo die neuen 16 Karten sind, weil für die neuen 16 Karten könnt ihr nur mit seltenen Tickets sammeln. Also für die neuen 16 DLC Karten, genau. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo das ist und so, ja, eigentlich im Gacha-Laden jetzt, wenn mich das Spiel mal da reinlassen würde und ich mich nicht vertippe. So, hier einmal ein Gacha-Land-Reingang, Freunde, und dann geht ihr auch schon wie immer zum Karten-Gacha. Und hier bekommt ihr dann bei den seltenen Gacha, nur hier findet ihr das auf hier, bar. Das sind jetzt die Karten, hinzugefügte Karten, Freunde. Das sind hauptsächlich die Karten aus dem Dragon Ball Super Broly-Film. Ich habe mir ein, zwei Karten mal ganz kurz angesehen. Sind auf jeden Fall interessante Karten. Vor allem haben die Karten, finde ich, coole Einheiten-Effekte, ultimative Einheiten, sag ich mal, um es sozusagen kurz zu sagen. Aber auch geile Super-Attacks und so und so fort. Also Einzelkarten sehen echt geil aus. Einzelkarten könnt ihr auch fusionieren. Beispielsweise den Vegeta hier, 4 Sterne, kann man mit der Bulma hier zusammen spielen. Dann gibt Bulma ihm einen extra Boost, Freunde. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Wir werden uns die Karten wahrscheinlich noch in Zukunft detailreich ansehen. Oder hoffentlich, wenn ich ein, zwei ziehe. Der Broly, 4 Sterne, Broly ist am Start, Freunde. Wer sehr kreativ ist, der ist auf jeden Fall die totale Eskalation. Das sieht auch geil aus, die Karte an sich. Hauptsächlich vom Broly-Film, Freunde. Hier, das ist Son Goku. Und Son Goku kann sich fusionieren quasi. Wenn ihr Vegeta aus, also Vegeta BR. BR steht für Broly. Also wegen dem Broly-Film. Vegeta vom Broly-Film habt, dann könnt ihr ihn ab Runde 2 mit Goku fusionieren. Und dann bekommt ihr Gogeta. Also den würde ich gerne ziehen, testen, einfach mitnehmen. Und einfach, dass ihr das mal sehen. So, versteht das meine? Und außer Larven, Freunde, genau. Gott, Vegeta ist am Start. Wirklich schöne, coole Charaktere, die auch vom Artwork auch gut aussehen. Und ja, das sind geile Charaktere. Jetzt wird's spannend, Freunde. Wir haben nämlich noch so ein ähnliches mit vierfachen Goku Zeno. Wenn wir da als Partner einen vierfachen Vegeta haben, können wir ab Runde 2 uns fusionieren zu Vegeta, sag ich, zu Gogeta. Also der wäre auch cool, wenn wir ihn ziehen. Und das ist der Vegeta Zeno, den man braucht. Dann haben wir noch einen Trunks am Start und so weiter und so fort, Freunde. Sie lassen, das gibt's jetzt auch. Ja, das war's aber auch schon. So viele Karten sind das nicht, deswegen sind sie wahrscheinlich hier auch in dem DLC-Pack, sag ich mal. Man kann mit ihnen nur für seltene Tickets sammeln. Wir kauen erstmal die blauen Tickets raus, dann seht ihr auch da, die Karten sind nicht am Start. Wir wollten Set 1, ne, weil aus Set 1, genau, wollen wir noch ein Evo Vegeta. Deswegen hauen wir das Ganze mal raus, Freunde. Ich begrüße euch, cool, dass ihr reinguckt. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, könnt ihr das Ganze auf jeden Fall gerne ein Like da lassen. Ja, Mann! Evo und Jiren! Jawohl! Genau den Evo Vegeta wollten wir. Sorry, wie die dreckige Lache. Oh mein Gott, diese dreckige Lache habe ich gerade seit letzten Videos drauf. Ey, sorry dafür, die ist gerade übel dreckig. Aber ich, ja, ich bin halt gerade so in Flow, sag ich mal. Ich habe gerade wirklich lang produced. Und ich glaube, es ist auch wegen der Müdigkeit, dass ich einfach so dreckig lache. Aber ey, krank. SEC Jiren haben wir gezogen. Dann haben wir den Evo Vegeta wollte ich haben, weil der hat so eine totale ultimative Einheit-Eskalation mit Son Goku und Gohan. Ey, cool, cool. Vierfacher Gohan haben wir auch noch gezogen. Oh, wir haben richtig gut gezogen, verdammt nochmal. Sehr schön, jetzt haben wir... Oh mein Gott. Geil. Eigentlich habe ich aus dem Pack, was ich wollte, um ehrlich zu sein. Vorerst.
Okay, Fu, oh, der Fu ist halt auch eine totale Eskalation. Ah, Daishikan. Daishikan war mein nächstes Ziel, genau. Nachdem ich das hatte, also vorerst primär. Und der Daishikan war hier, bam, hier, let's go. Mit wem noch? Ja, Daishikan. Okay, Daishikan. Dann gehen wir mal gekonnt hier rüber, Freunde. Und ja, wie gesagt, ich grüße euch. Cool, dass ihr reinguckt. Daishikan, bist du da am Start? Nee, schon nicht, aber ja gut. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wie sehen die anderen Charaktere aus? Bam, bam, kurz mal durchgerattert. Ja, gut, gut, nicht schlecht, nicht schlecht. Ey, geil, geil, geil. Der, oh mein Gott, der erste Full, der war richtig cool, der war richtig cool. Wie gesagt, wir hauen gleich die seltenen Tickets raus. Ich werde wahrscheinlich noch einen bekommen. Ah, okay, okay, okay. Ja, kann man annehmen, schätze ich, denke ich. Und genau, dann hauen wir jetzt da quasi noch einen raus. Vielleicht haben wir noch ein blaues Ticket, den wir verwerten können. Wenn nicht, hauen wir jetzt für die DLC-Charaktere, wie gesagt, die Summons raus. Aber ein Ticket fehlt uns. Den hole ich mir mal ganz kurz. Beziehungsweise, stopp, beziehungsweise wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich hole mir einen hiervon. Ah, ne, ich hole mich einen davon. Ich hau mal kurz Single Summons raus, okay? Ganz kurz. In einem Pack, wo ich schon viel oft gezogen habe. Denn dann kann ich quasi Charaktere ziehen, die ich wahrscheinlich auch schon gezogen habe. Und dann bekomme ich ja die Ticket Charts. Wollen wir für Fu gehen oder wer ist hier? Oh ja, Kamba, let's go. Hauen wir mal Single Summon hier in Kamba raus. Und welchen Karten ziehe ich schon habe, dann sollte ich quasi Ticketcharts bekommen. Okay, der ist neu. Virus, ey, Virus, okay. Okay, her damit. Und so das Ganze eben verlaufen, Freunde. Habt ihr euch das neueste DLC geholt? Spielt die Dragon Ball Heroes? Ist, wie gesagt, Interesse für Dragon Ball Heroes? Wenn ja, könnt ihr gerne die Demo ausprobieren. Ansonsten könnt ihr mich jetzt gerne wissen. Ah, nur ein, okay, nur ein Stück. Wir müssen schon ein bisschen Messer ziehen. Ja, wir brauchen nämlich noch 10 Stück davon. Ja, okay, den haben wir gerade gezogen, da kommt er wieder. Ja, ja, das sind die Plays. Genau das. 4 Stück für ihn, sehr schön. Es hängt halt immer von der Rarität ab. Hoffentlich ziehen wir eine Karte, die eine hohe Rarität hat, die ich schon hatte. Hatte ich nicht. Ja, komisch, gell, wenn ich jetzt Karten ziehen will, die ich schon hatte. Ja, was tut man nicht alles für den seltenen Ticket, Freunde. Aber dann hauen wir den schönen seltenen Ticket noch am Ende raus. Den habe ich schon, ne? Den habe ich schon richtig, richtig. Genau. Oh, oh, guck mal, das hat 8 Stück gegeben. Also haben wir noch die 4 Tickets raus, dann holen wir uns noch einen Multisum für den letzten Summon. Und aus den DLC-Charakteren. Welchen wollt ihr? Ich hätte gern Vegeta. Sowohl Gott-Vegeta als auch den Blue-Vegeta. Und, beziehungsweise die vielfachen. Also ich hätte gern, ja, sagen wir es so. Ich hätte gerne den Goku. Goku Blue und Vegeta Blue, dass sie die Fusion... Oh, oh mein Gott! Oh! Einfach aus dem Singles, aber den hatten wir schon. Wie viele Tickets kriegt man für den Ticket-Charts? 40 Stück! Oh mein Gott. Krass, krass. Wieder aus dem Single. Kefler! Sehr schön. Promokarte, richtig? Die Promokarten brauchen wir nämlich für die Nebenmissionen. Sehr cool. Okay, sehr cool, Freunde. Sehr, sehr cool. Sehr cool und sehr gut gezogen. Aber jetzt, wie gesagt, was ihr machen wollt im Endeffekt, ist folgendes. Wir gehen hier rüber, holen uns einen hiervon und dann hauen wir noch ein Multi raus. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr mitmachen wollt, egal welches Spiel, wenn ihr ein Ticket habt, irgendwo, Heroes oder hier, tralala, wenn ihr irgendein Single raus haben wollt, egal welches Spiel, lasst uns das gemeinsam machen, Freunde, im Group Summon. Ich zähle gleich runter und dann klicken wir gemeinsam runter. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr dann gezogen habt. Und zwar auf den Social Media Kanälen, alle Links in der Beschreibung oder hier in den YouTube-Kommentaren. Ich wünsche euch, wie gesagt, sehr, sehr viel Glück. 3, 2, 1, raus damit, Freunde. Und jetzt bin ich gespannt, wenn wir jetzt ziehen. Ich meine, wir kriegen 10 neue so Digits. Jawohl, Vegeta ist am Start, Broly ist am Start, Silas ist am Start, Bulma ist am Start, Trunks! Wieso ist er dreimal am Start? Keiner weiß. Also im Endeffekt haben wir 8 neue Karten gezogen. Perfekt, sehr schön. Den Vegeta haben wir und zusammen mit Bulma, weil Bulma gibt ihr noch einen kleinen Boost. Welcher Boost war das zusätzlich zu dem, was sie sonst gibt? Sie ist eine Supporterin. Zusammen mit Vegeta, Broly 5 zusätzlich 8000 Kraftstufe in dieser Runde. Okay, sehr schön. By the way, die haben da irgendwie mit den Übersetzungen wieder rumgepfuscht. Wenn er CI, CI ist Charge Impact, das heißt Aufladungseinschlag, und irgendwo steht auch noch BLK, BLK ist die Verteidigung, wenn mich alles täuscht. Hier, BL, hier. Stärkekampfphase plus 5000 eigener BLK für diese Runde. BLK, das steht, steht für Abwehr eigentlich. Die haben da irgendwie das wieder mal links und rechts ein bisschen vertauscht und ein bisschen, keine Ahnung, einfach wieder neu übersetzt. Und ja, guck mal, und ja, ich kann das verstehen, dass sie die hinter den seltenen Tickets getan haben, weil es sind halt wenige. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die alle einmal zieht, dann ist gut. Aber ja, dann wird es halt brenzig, ne? Ich meine, wenn ihr 10 seltene Tickets raushaut und das 10 Charaktere neu sind, dann habt ihr halt noch so wenige, die es sammeln können. Aber da können halt dann trotzdem noch die kommen, die ihr schon gezogen habt. Naja, okay, in Zukunft haben wir auf jeden Fall Goku Blue noch, wegen der Fusion. Dann würde ich aber sagen, wir gehen mal rüber, ganz spontan, direkt ohne Cut.
zum Let's Play, Freunde. Let's go, wir wollen auch ein bisschen weiterspielen. Wo sind wir stehen im letzten Story? Wie ich kann mich daran erinnern, gegen die Androids haben wir gespielt, richtig? Ja, gegen die Androids, daran kann ich mich erinnern. Das war übel lang, da müssen wir uns aufteilen und sowas. Wäre cool, wenn wir das mal zu Ende bringen langsam, damit wir da auch mal, wieder was Spannendes kommt, ne? Genau, es wurden auch wirklich ein paar Missionen hinzugefügt, Freunde, ihr könnt euch alle abchecken, wie im Helden-Labor auch. Aber ich gehe mal straight zu den, ja, zur Story. Genau, hier sind wir stehen geblieben, nämlich, okay. Und Teil 2 immer noch. Alles klar, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, wir haben dort aufgehört, wo ich mit Cabra muss, glaube ich, noch einen Kampf gewinnen. Also mit einem der Verbündeten, glaube ich. Naja, schauen wir mal. Sofern ich mich recht entsinne. Aber, oh ja, die Mucke ist geil, die Musik ist geil. Oh, ich muss von hier aus wieder komplett... Oh, man, wieso komme ich nicht direkt auf die Karte? Oh, und bald, ja, genau, und hier war auch ein Rätsel, ne? Wahrscheinlich kommen wir dann irgendwann noch weiter. Hoffentlich. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es uns gerne wissen lassen. Alright. So, jetzt habe ich nonstop mal in einem Flow geredet. Jetzt muss ich ein bisschen beruhigen. Und... Oh, nee, kein Bock auf dich, mein Boy. Bitte lass mich in Ruhe. Genau, und zwar sind wir hier lang. Bam. Ah, hier müssen wir uns aufteilen, ja. Und ich kam soweit, richtig. Oh, aber jetzt mein Homeboy. Ja. Oh. Ah, mein Homeboy noch gar nicht angefangen, oder was? Oh, okay, tatsächlich. So, jetzt alles klar, Freunde. Da lachen sie, ja, da lachen sie. Jetzt kommt gut, gewinnen alle Aufladungseinschläge. Ja. Darauf bin ich gespannt, ob ich das gewinnen kann oder nicht. Buh. Ey, warte mal, jetzt muss ich erstmal realisieren, was haben wir jetzt gezogen? Also, das ist doch mal alle rausschieben einfach, wir haben den Wurst. Komm. Fair. Oh, Jiren, wir haben Jiren gezogen und den Vegeta, nicht wollte, den Evo Vegeta. Ja, und dann noch die aus dem neuen Broly-Charakteren. Geil, guck mal, geil. Ich habe mich mit den Charakteren noch nicht ganz befasst. Kurz vor dem Video, kurz überflogen, Freunde. Sind so, ah, die vier, guck mal, die vierfachen haben. Ah, die vierfachen würde ich auch gerne haben. Ich würde auch gerne das sehen mit der Fusion. Die Sache ist halt, wegen diesen Claims, Freunde. Ich habe es bei Paar ein bisschen rausbekommen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ein bisschen Hashtag EOS Production Magie. Also viel Magie ist das nicht. Ich habe halt so die komplette Animation gecuttet. Das ist so ein bisschen schnittweise halt gezeigt wird. So kriege ich ein paar rum gerade. Oh nein, ich Idiot. Gar nicht drauf geachtet. So kriege ich gerade ein paar rum. Schau mal, hoffentlich kann ich dann das von Gogeta zeigen. Wäre auf jeden Fall cool. Oder diese Eskalationsmove von Vegeta, von Evo Vegeta mit Goku und Gohan. Das sieht auch brutal aus. Vielleicht hat ihr es aber auch schon gesehen. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt Concentration. Ja, komm. Super Deck. Margin Schlag, genau. Sehr gut. Mein Auge ist immer noch ein bisschen auf dem Zeitmonitor, Freunde. Ich habe gerade wieder leider ein wenig Probleme mit dem PC. Es ist halt die Zeit im Jahr, wo man einfach Probleme mit dem PC hat. Keiner weiß. Legit vor einem Jahr hatte ich das genauso. Deswegen genau bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber ich hoffe, das stört mich. Okay. Ah, okay, schade. Aber der greift alleine an. Ja, okay. So viel Schaden wird euch nicht machen. Hat Heldenenergie abgezapft. Sehr gut. Oh, okay. Ja, Verfolgerchance. Bam. Better boom. Au. Kampfmodus-Chance. Lass ihn einfach Schaden machen. Ich gehe stark davon aus, dass er zuerst angreift. Ja. Hoffentlich hilft das. Fusionsmodus. Ah, stimmt. Tanks. Ja. Bam! Ich find's einfach geil, dass sie einfach Gotex abusen, einfach ins Team mitnehmen, damit er sich fusionieren kann. wollen wir nicht, wir wollen die Heldenenergie behalten, damit ich meine, weil wenn ihr ultimative Einheiten benutzt, dann verbraucht ihr Heldenenergie. Bei Superdex und sowas nicht. Also erst jetzt benutzt, hätte ich jetzt die Heldenenergie verbraucht, die ich dafür ja gebraucht hätte. Oh, okay, Eskalation 2 Charakter sogar. Komm mal ran. Oh lol. Okay. Oh,
Bam. Achso, ich greife da nicht an, lol. Ja, so bin ich. Bin so aus dem Fenster, ich merke da gar nicht, was gerade Sache ist. Ich bin gerade eigentlich auf den A-Button die ganze Zeit, um echt zu sein. Ja, keine Ahnung. Ist gerade contenttechnisch sehr viel los. Es freut mich wirklich sehr. Das ist richtig geil. Ich genieße auch gerade. Ich drehe gerade wirklich gerne Videos und so. Aber. Ja, muss aufpassen, dass ich auch nicht jetzt übertreibe, ne? Sondern auch. Ja. Das Eigentliche verrichten muss. Oder sollte. Der super Angriff. Oh lol, der hat drei Helden gestohlen. Nice. Okay. Aber nein. Ah! Perfekt, gut, dass ihr das genommen habt. Sehr schön. Das ist mir gerade eingefallen. 1200 Schaden und raus mit dir. Boah, sehr gut, das freut mich. Weil sonst hätte ich das ein bisschen gezogen und das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber in dem Fall haben wir dann gewonnen. Sehr geil. Gut, sehr schön. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal kämpfen und dann können wir uns erst vereinen. Ja. Wie viel Stage hat's denn hier? Warte mal, rechts können wir dann wahrscheinlich zusammenkommen. Ah, okay, geht schon noch ein bisschen. Ah, hier runter können wir dann vielleicht auch. Wow, okay. Ja, dann. Achso, nee, sorry. Erst muss erstmal da rein. So, jetzt sind Leute von Leute. Es geht ab. Jetzt ist es Zeit. Okay. Weil trotzdem alle rausschieben. Ah, scheiße. Lass mal die Duck hier. Oh. Was hat denn der nette Kerl da? Ich gehe davon aus, dass wir das angreifen. Was gibt der? Kraft erhöht. Erhöhe mal die Kraft von. Ey! Komm, was sagst du mal so? Okay. Wie aggressiv der ist, keiner weiß, Popovic. Was sagt die sich dabei? Keiner weiß. Bei manchen Charakteren, so denke ich mir, was sagt die sich dabei? Vor allem in Anime, da gibt es so viele davon. Der zum Beispiel, keiner weiß. Einfach lila. Wie? Oder Violett halt, was auch immer. Oh je! Oh. Also, ja, so viel Schaden machen wir nicht. Ah, okay. Aber jetzt erstmal Fusion. Hau. Aber wir kriegen die nie im Leben in Zeitenrunde down. Boah, ich muss aufpassen. Ich glaube, ich werde ein defensives Modul aktivieren. Ja. Ah, was war das? Einmalig. Nehmen wir mal das. Halt. Ja. Ich unterschätze sie mal jetzt nicht. Aber jetzt fusionieren wir uns erstmal, let's go. Bam. Wo ist der andere? Ey. Okay. So, jetzt. Hey. Olle. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt hauen wir alle raus. Einfach raushauen, würde ich sagen. Ja, let's go. Oh, was? Gleich drei Stück alle eskalieren. Alle auf dem. Let's go. Wir gehen alle auf den, let's go. Ah, knapp. Okay. Jetzt. Wer von den Abwehr und Chance was Begrenzung Erhöhung aufgehoben? Hab ich das richtig gelesen? Ja, der hat eine Super Attack, siehst du? Ja, nice, sehr gut. Hätte ich mein Schild vielleicht gar nicht gebraucht. Ah, lol, der kommt.
Okay. Ah, der tankt das. Ah, okay, okay, sehr schön. Und Damage Reduction 35, okay, ja. Gut, jetzt bin ich aber dran. Oh, Dave. Oh, je, Dave. Der kann es nicht halten. Yes. Der hat eine alle haben eine Super Attack. Sehr gut. Boah, wenn ich hier durchkomme, wäre es nice, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube nicht, dass es so viel Schaden macht. Es gibt sicherlich auf Runde 3. Ah, okay, shit, shit, shit. Boah, jetzt leckt es wieder. Jetzt nicht mehr. Keiner weiß. Aber zumindest wird es mir so angezeigt. Naja. Nein! Ah, warum? Ich hatte das eigentlich. Ich hatte ihn. Ah, ist doch dumm von mir. Ich hatte ihn eigentlich. Nice. Sturmmodus, was ist denn jetzt? Oh man. Oh. Aua. Ja, na, no, es geht auf 103. Okay. Ach so, das Gegner ist gestorben. Die wollen alles. Oh, knapp, 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 knapp. Haben die überhaupt CAs oder so? Das würde mich jetzt interessieren. Ob da irgendwas kommt in der Art. GG. Nee, gar nichts, okay. Runde 3. So, was war denn, ihre ultimative Einheit? Was gibt denn das denn? Ja, was geben die mir? Gegnerische Kraft senken. Ah, will ich das? Ich verbrauche dafür auch Heldenenergie eigentlich. 3 Stück verbrauche ich. Aber dann sollten trotzdem. Ich mache das, weil dann kann ich trotzdem noch. Meine Super-Decks raushauen, genau. Weil. 7 Heldenenergie sollten reichen. I hope so, man. Ja, guck mal, jetzt perfekt. Ah, alle sind in Gefahr. Das ist jetzt alles oder nichts. Nein, ich Idiot! Wenn ich nicht verteidigen kann, dann sind die betäubt. Ja, heftiger Druck, ja, habe ich auch gerade. Ne, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Ich war noch nie in der letzten Runde. War noch nie über Runde 3, besser gesagt. Boah, sehr schön. Wichtig, wichtig. Knapp, nice. Gut, aber jetzt muss ich auch gut angreifen können. Jeder hat wieder die Super Attack. Ich hoffe, da kommen welche durch. Runde 3 sind wir gerade, ne? Kann auch sein, dass Runde 3 CAs droppen jetzt. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr gut. Nice. Komm, jetzt runter mit dir. Beende das, Jungs. Ah, das ist ja nicht beenden. Nee, shit. Nee. Jetzt Angriff habe ich noch. Muss ich gewinnen. Ja. Oh, nice. Perfekt. Heute sind die Hände. Hopsa. Die Finger sind heute nicht, sag ich mal. Die sind heute schön geduldig. Aber. Ah, okay. Ich dachte schon. Okay. Sehr gut. Gut. Somit hätten wir dann auch das hier besiegt. Genau, sehr schön. Und dann. Ich will kurz sehen, ob wir noch weiter können. Aber eigentlich schon. Okay, genau, jetzt schauen wir uns am Ende noch kurz an, was hier abgeht, ob es überhaupt weitergeht. Ah, nee, auf dich habe ich keinen Bock, sorry. Ich will einfach gucken, ob ich hier weiter kann. Okay, Mist, ich hab's mir gedacht, ich muss sie besiegen, genau. Da muss ich hier noch den auf dem Pfad besiegen, so wie bei der ersten Stage und so. Und hier kommt dann bestimmt noch der andere. Gut, aber ich würde sagen, wir machen für dieses Part erstmal Schluss, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Zeit und dann sehen wir hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.